Leute, wieso wird sie so eng? Es wird immer enger! Es wird immer enger! Es wird immer... Heute werden Sachen zerquetscht. Also richtig zerquetscht. Denn es gibt eine Maschine, die nennt sich Hydraulic Press. Jetzt mal ehrlich, wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Hydraulische Maschine wahrscheinlich. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche englischen Wörter kennt, aber das deutsche Wort irgendwie nicht? Obwohl ihr in Deutschland lebt. Ist das merkwürdig oder ist normal, oder? Wir werden heute Sachen zerquetschen, die du dir nicht vorstellen kannst, dass man sie überhaupt zerquetschen kann. Denn diese hydraulische Presse kann alles zerquetschen, alles zerstören. Außer Schwämme. Schwämme sind unbesiegbar, Leute. Ich meine, Sportshop ist der Beweis, okay? Unbesiegbar. Und falls du nicht unten kostenlos abonniert hast, wirst du auch immer so zerquetscht. Das willst du nicht. Oh, eine Flasche, okay. Okay, das ist... Oh! Alter, normalerweise dachte ich, die wären unzerstörbar. Alter, da ist sogar Wasser drin. Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, die wären unzerstörbar, Leute. Oh, und das geht wirklich komplett... Oh, ich meine, weiter ging es leider nicht. Irgendwann ist auch der Druck erreicht. Es sei denn, die würden noch mehr Gewicht einstellen. Papier. Oh, Papier. Das ist mega schwäch. Man, habt ihr schon mal versucht, das mit dem Finger zusammenzuquetschen? Oh! Wow! Stell dir mal vor, ich hätte die Stärke mit meinen Fingern. Ich hätte die besten Finger der Welt. Ein Rubik's Cube unzerstörbar. Er ist doch nicht unzerstörbar, Leute. Ich wurde mein Leben lang verarscht, aber was ist das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Au! So ein Gummiball oder so, der nicht mehr allzu sehr Gummi ist. Tommy! Nee, wie heißt du? Tom? Tom, der Zug? Oder wie haben wir du? Hi, oh Gott, schau mich nicht so an, während du stirbst, bitte! Alter Schwede, was für ein Gestörter. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, er hört nicht auf. Habt ihr es gesehen, wie er mich angeschaut hat? Ja, ich sterbe jetzt, aber das ist okay für mich. Und er hat dabei gelacht sogar. Eine Muschel, die magische Miesmuschel. Und sie... ja, das ging einfach. Oh, ein Pumpkin. Okay. Ah, oh Gott, wieso tut das gut, dazu zu sehen, Leute, wie Sachen zerstört werden? Ich habe keine Ahnung, aber... Oh, da oben spritzt es sogar raus, Leute. Das habe ich gerade wirklich gesagt. Ein Schwamm, das meine ich, Leute. Schwämme. Ja, das war so klar. Leute, Schwämme sind unzerstörbar. Schaut euch mal an, Leute, die werden immer normal. Wie davor. Wenn ich im nächsten Leben nochmal wiedergeboren werden sollte, will ich als Schwamm wiedergeboren werden. Bitte. Und das ist, oh, ich glaube, das ist Slime. Oh mein Gott, Leute, Slime? Ich meine, Slime ist ja eigentlich unzerstörbar, oder? Man kann es ja einfach wieder zusammenslimen. Das war kein Satz, ich weiß, aber egal. Das ist doch mehr Slime oder ist das einfach nur so Jello-mäßig? Ne, okay, ich verstehe schon. Zahnpasta. Oh, okay, lass mal sehen. Hm, ich meine, ich würde einfach mit dem Finger so den Rest nehmen und einfach meinen Zahn tun. Ich meine, Zahnpasta kann man auch verwenden, richtig? Oh, Stifte, okay. Und? Oh, wow. Okay, das war eigentlich klar, Leute. Die sind halt nicht super hart. Das sieht schön aus auf jeden Fall. Wow, eine Kerze. Oh, bei diesem Ding kommt es ja raus. Okay, das feiere ich ja mal richtig, Leute, weil es muss ja irgendwo rauskommen. Oh mein Gott, ich frage mich, wie weit man eigentlich davon entfernt ist, Leute. So, wie nah steht man an so einer Maschine? Und denkt ihr, jemand hat diese Maschine schon als Foltergerät benutzt? Oder vielleicht benutzt es ja das FBI, wenn der Täter das nicht sagt, was er sagen sollte. Dann sagen die, okay, hey, gib deinen Finger her, wir packen sie in die hydraulische Maschine. Damit redet jeder Gegner. Ein paar, diese Teile sehen auch unzerstörbar aus. Oh, und? Okay, die, da passiert nicht allzu viel tatsächlich. Ich habe doch diese unzerstörbar, Leute. Eine weitere Kerze. Ja, Kerzen. Ich meine, ganz ehrlich, ich zünde meine Kerze lieber an. Okay, Süßigkeiten, wie heißen die nochmal? Wie gesagt, ich vergesse deutsche Wörter langsam, Leute. Gummibälle, die wären richtig krass. Ja, das war so klar, Leute. So, man denkt, die sind Gummi, aber irgendwie dann doch nicht. Okay, und es ist... Oh, okay, das sieht irgendwie lecker aus. Oh, dieser Saft, der da rausgekommen ist. Crazy. Okay, mehr Kerzen. Anscheinend mag ich es gerne. Was hast du gegen Kerzen? Jetzt mal ehrlich, was hast du gegen Kerzen? Willst du mir irgendwas sagen? Also nicht du, sondern der das macht. Kokosnüsse, okay. Leute, nein, ich... Oh mein Gott, da kommt voll viel Flüssigkeit raus. Ich meine, mit Kokosnüssen kann man komplett überleben. Und, komm, warte mal, kommen die um. Oh mein Gott. Schaut euch mal, wie viel Essen da war, Leute. Kein Wunder, dass man damit komplett überleben kann auf einer Insel. Ein Babyelefant, oh nein, ich will ihn nicht töten. Er ist so ein süßer Kerl. Ich liebe dich. Okay, ich dich auch. Und ein weiteres Spielzeug. Okay, das war... Oh Gott. Hilfe! Nein, ich kann dir nicht helfen, okay? Und er sieht aber normal aus. Ein weiteres Spielzeug. Was ist mit den Spielzeugen los? Der Typ hat was gegen Kerzen und Spielzeuge, oder? Kann das sein? Ich glaube sehr wahrscheinlich ja. Oh. Einmal bitte ein Like für das Spielzeug, Leute. Ein Like gleich ein Beileid. Mehr Legos, warte mal. Legos? Ernsthaft? Ich meine, die müssen ja irgendwo rauskommen, Leute. Kommen die wirklich... Oh mein Gott. Die kommen ernsthaft da raus. Als leckere Spaghetti. Für wie viel Geld würdest du das essen? Ein Wecker. Hör auf, mich zu wecken, okay? Das ist richtig. Das mache ich mit meinem Wecker, wenn die mich morgens wecken, Leute. Obwohl, nee, ich bin ja YouTuber. Ich brauche keine Wecker, Leute. Ich weiß, ich sterbe, wenn ich will. Eine Kartoffel. Und ganz ehrlich, man muss sagen, der Typ respektiert keine Kartoffeln und darüber müssen wir reden. Maiskolben. Ja, Maiskolben, Alter, du respektierst so wie gar nichts, oder? Oh.
Okay, das hat gespritzt, Leute. Was ist das? Das Eis oder... Oh, das ist auch so eine Art... Okay, das war irgendwie cool. Das heißt, wäre das so... Nee, warte, mir fällt kein Beispiel ein. Ich bin ja schlecht in dem Beispiel, habe ich vergessen, Leute. Das sind so Luftballons. Sind das aufblasbare Luftballons? Könnte sein. Das war... Oh mein Gott. Okay, ja, da ist schon was explodiert. Nein! Nicht mein bester Freund! Oh no, 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 no. Oh mein Gott, tu's nicht! Ich kann da nicht hinsehen, wirklich nicht! Oh Gott, er stirbt, Leute! Das kann nicht sein! Okay, das war ein sehr langsamer und schmerzhafter Tod. Stimmt, dass sein muss, zu sterben, oder? Stell dir das bitte nicht vor, obwohl jetzt tust du es eh, oder? Ein... Oh, die sind unzerstörbar, Leute! Die sind unzerstörbar! Die kannst du nicht zerstören, hallo? What? Mein Leben ist eine Lüge! Brokkoli, nicht Brokkoli! Es hat so viele Vitamine, das kannst du nicht tun! Und es... Oh Gott, okay. Kann man aber immer noch essen eigentlich, oder? Was ist das? Ja, ich habe nicht mal eine Ahnung, was es ist, aber... Wow, ein... Sag ich doch, Schwämme sind unzerstörbar. Das ist eine weitere Frucht oder so. Ja, sieht fruchtig aus. Ist das Schwämme? Nee, ich glaube, das sind keine Schwämme, Leute. Das ist irgendwas anderes. Irgendwie sieht das sogar ein bisschen essbar aus. Und ja, es... Alter, es attackiert die Maschine zurück. Es hat sich gewehrt. Oh, was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall sehr spektakulär. Und es kommt wieder oben raus. Ey, das ist so befriedigend, mir das einfach zu sehen, Leute. Mehr Gummi, aber das ist keine... Das ist kein... Oh Gott, und explodier bitte. Komm schon. Ja? Oh mein Gott, das war befriedigend irgendwie. No. No. Warte mal kurz. Kann er das biegen? Ernsthaft? Lass mal sehen. Oh, wow, das ist sogar Metall, Leute. Oh, das ist Metall oder das ist Aluminium oder was auch immer das genau ist, Leute. Aber entweder die Maschine hat einfach super viel Kilo. Warte mal, das ist auch ein unzerstörbarer Ball. Hallo, der Ball ist unzerstörbar, den kannst du nicht zerstören. Kannst du nicht zerstören, unmöglich. Gib's auf. Okay, hab ich doch gesagt, Leute. Mehr Sachen, okay, ich weiß nicht genau, was da drin war, aber das ist das Einzige, was ich wissen muss. Eine weitere Kerze, die kommt an der Seite raus. Oh mein Gott, oder tut sie... Ach so, das gehört dazu. Oh, wow, diese Kerze. Ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen traurig, weil man hätte die Kerze auch anzünden können. Ein weiterer Rubik's Cube, nur ein anderer. Ja, ist mein Leben ist eine Lüge, Leute, die sind zerstörbar. Mehr Gummi. Wieso ist es so toll zu sehen, wie sie halt zerstört werden? Wieso mag ich das, Leute? Hä, wieso mag ich das? Ein Blü... Oh nein, das ist... Oh nein, tu's nicht. Oh Gott. Wow, der arme Kerl, Alter. Karten? Nee, die sind unzerstörbar, Leute. Die müssen unzerstörbar sein. Das kannst... Oh mein Gott, ich dachte, diese Unzerstörbar sind gar nicht so unzerstörbar, wie ich dachte. Toilettenpapier, nicht Toilettenpapier. Nicht Toilettenpapier, bitte nicht. Alles nur nicht Toilettenpapier, Bro. Oh Gott, Alter, da hat jemand schon sein Hintern damit abgewischt. Habt ihr gesehen, wie nass das war? Oh, CDs? Ja, die sind ja mega zerstörbar. Oh mein, Alter. Ich will ja nicht daneben stehen, wenn das passiert, Leute. Da fliegt noch was in mein Auge. Alles gut. Gummibälle. Okay, die kommen wahrscheinlich wieder oben raus, ne? Ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat der Typ eigentlich einen Fetisch, der so eine Maschine hat? Wieso hat man eigentlich so eine Maschine zu Hause? Nein, nein, nicht das Modellauto. Alter, der Typ denkt nicht an die Leute, die die sammeln. Mehr Gummi, okay. Ja, fast unzerstörbar. Nein, nicht ein weiteres Spielzeug, bitte nicht. Ich kann da nicht zusehen, Leute, ich kann da nicht zusehen. Oh Gott, er tut's. Oh, das geht nicht kaputt, oder? Alter, das geht ernsthaft auch kaputt? Ist das ein Scherz? Ich meine, natürlich geht das kaputt, Leute. Und man kann hier das Gewicht einstellen. Man kann sagen, zum Beispiel 2000 Kilo. Da geht fast alles kaputt, Leute. Ich will mal sehen, wie die Stahl zerstören und das volle Gewicht benutzen. So, ich will an die Grenzen gehen, was ich meine. Ein Schwein. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Geld drin. Oh, okay. Ja, da ist ernsthaft noch Geld drin, Leute. Warte mal. Geld ist eigentlich unzerstörbar, oder? Ach so. So machst du also deine Sparschweine auf, oder wie? No. Sushi, aber was ist noch Spielzeug-Sushi, Leute? Besteht das aus Gummi oder aus was besteht das? Also, ich feiere es am meisten, wenn es oben wieder rauskommt. Und ja, das besteht aus so einer Art Gummi. Oh, was ist das hier? Alter, das explodiert, oder? Oh mein Gott, Leute, ich liebe Schleim. Schleim ist einfach so spaßig mit zu spielen, Leute. Ich muss mir Schleim kaufen. Lego! Ja, okay, das war lame, Leute. Okay, das nächste. Wieder mehr Gummi. Ja, er steht wirklich drauf, Leute. Er muss einen Fetisch haben, hundertprozentig. Salat oder... ja, ist doch Salat, oder? Oder Rotkohl? Ich habe keine Ahnung, oder, Leute. Mehr Gummi. Okay. Nein! Nein! Oh! Kerzen. Oh ja, das feier ich so, wenn es oben rauskommt, Leute. Aber die armen Kerzen so. Kerzen sind mega gemütlich, okay? Und er muss sie zerstören. Oh mein Gott. Alter Schwede. Okay, das sieht schon krass aus. Vor allem, es sind ja nicht weniger Kerzen, nur weil er es zerquetscht hat. Die Kerzen sind ja noch da, nur halt anders. Was ist das hier? Ein Glasball? Oder. Nein, sieht aus wie ein Diamantenball. Okay. Oh. Das sieht. Also, warte mal ganz kurz. Wie alt war diese Cola? Mehr Kerzen. Ja, der Typ mag echt keine Kerzen. Ich glaube, der Typ hat was gegen Romantik, Leute. Ich weiß auch nicht genau, was er dagegen hat, aber interessant. Ein Einhorn. Armes Einhorn, Leute. Es wollte nur ein normales Leben leben und stattdessen wird es explodieren oder... Ja, das sieht nicht gut aus. Oh, die sind auch unzerstörbar, Leute. Hundertprozentig. Oder? Sind sie unzerstörbar? Nein, nicht wirklich. Ein Frosch. Ich will noch einmal die Luft lecken. Einmal die Luft lecken, bitte. Einmal. Oh, okay. Mehr Dings da. Wie heißt das Teil nochmal? Ich vergesse deutsche Wörter, Leute. Ich kann nicht mehr. Ist mir jetzt egal. Lass es spielen.
Blitzen. Yes. Oh mein Gott. Spaghetti. Hast du Lust auf Spaghetti? Mehr Kerze, Leute. Bam. Oh, wow. Ein Spielzeugauto. Ich dachte auch, die wären unzerstörbar. Aber ja, mein Leben ist eine Lüge. Das wissen wir bereits. Okay. Wow. Da ist wieder was explodiert. Eine Zitrone. Okay. Oh, das... Bro. Könnte man theoretisch immer noch essen. Und ein Spielzeugauto. Ja, das ist aber ziemlich zerstörbar auf jeden Fall. Karotten. Warte mal, Karotten. Ja, kann man auch zerstören. Aber ich weiß nicht. Respektierst du keine Karotten? Und kommen die jetzt oben raus? Ja. Aber die kommen nicht so geil raus, sondern die spritzen überall hin. Okay. Okay, mehr Salat. Ich weiß nicht genau, wieso du Salat zerstören solltest, aber anscheinend will der Typ alles einmal zerstört sehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er einen Menschen da reintut, Leute, glaubt mir. Das sind Leute, die geben sich mit dem nicht zufrieden, Leute. Die testen alles und dann sind halt nur noch Menschen übrig. Mehr Bälle. Die werden wahrscheinlich ganz chillig rauskommen, oder? Drück doch drauf. Genau, erstelle ich das Gewicht ein, Leute. Und sie kommen. Nee, das ist alles andere als chillig. Oh, geht das kaputt, Leute? Oder, warte mal. Oh, das ist unzerstörbar. Naja, vielleicht doch nicht. Okay, das ist auf jeden Fall nicht unzerstörbar. Das steht fest, Leute. Ist doch noch Holz. Okay, da haben wir ein Alien. Ein Alien wollte auf unser Planeten kommen, Leute. Er wollte sehen, hey, ich habe nur Gutes von der Erde gehört. Und dann passierte das mit ihm. Wenn ich ein Alien wäre, würde ich auf jeden Fall nicht auf die Erde kommen, solange der Menschen drauf leben. Seife, wie kannst du es wagen, okay? In den Zeiten, in denen wir leben, wir brauchen die Seife, Bro. Okay, die könnte man theoretisch noch verwenden. Mehr Stifte. Okay, die werden auch langsam rauskommen. Naja, es kommt immer auf die... Naja, auf den Stoff an. Ja, seht ihr wie... Alter, Lego. Ja, es ist... Ja, ich mag es nicht, wenn es so überall hinkommt. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich will sehen, wie es zerquetscht wird. An alle Alkoholiker da draußen, schöne Grüße. Oh, pass doch mal auf, Alter. No. Nicht Aprila. Ja, das meine ich, Leute. Seht ihr, man hat es gar nicht gesehen, wie er zerquetscht wurde. Fischi. Nicht Fischi. Fischi, bitte nicht. Oh Gott, Fischi, Fischi, Fischi. Rip Fischi. Lama, Mr. Lama. Denn ich liebe dich, bitte nicht. Du bist das... Ja. Oh nein. Mr. Pinguin, Leute. Ich kann es nicht glauben. Bitte nicht. Oh Gott, sei Dank, ist abgefallen. Mehr, Alter, der Typ hat echt keine Romantik, Leute. Hundertprozentig nicht. Mr. Spaßschwein, okay. Lass mal sehen. Oh Gott, das arme Schwein, Leute. Jetzt ist es kein Spaßschwein mehr. Jetzt ist es ein Zerquetschschwein. Keine Sorge, ich rede ja schon. Ein Spielzeugmotorrad, okay. Ja, nicht allzu spektakulär. Mehr Kerzen, Leute. Ich kann das nicht mehr sehen, ey. So, was soll das? Wieso zum Teufel? Was hast du gegen Kerzen? Wieso viele Kerzen? Oh nein. Wir wetten, die Augen kommen wieder rausgeploppt. Er hat vorher noch Durchfall gehabt. Okay, das ist Metall oder so. Macht mehr Dollar. Los, los, geh doch mal an deine Grenzen. Was soll das denn bitte? So, ich frage mich, wie viel Kilo das Teil eigentlich benutzen kann. Ich meine, bestimmt 10.000 Tonnen oder 100.000 Tonnen, keine Ahnung. Nein! Oh mein Gott. Ein Minecraft Creeper, Leute. Oh, er ist sogar explodiert zum Schluss. Eine Pepsi. Wehe, da kommt wieder so Gummi raus. Kann da bitte normales Pepsi-Getränk rauskommen? Oder kommt da irgendwas anderes raus? Okay, es... hä? Warte mal, Pepsi ist unzerstörbar. Nicht Toilettenpapier. Das geht zu weit, Leute. Das ist. Nee, das respektiere ich gar nicht, Leute. Das geht einfach zu weit. So, wer kein Toilettenpapier respektiert, der respektiert nicht die momentane Situation in den harten Zeiten, in denen wir leben. Oh nein, nein, arme Kerl. Er schaut drauf und denkt sich. Was ist mein Problem? Er sieht so nett aus. Er hat der Menschheit nie was getan. Seht ihr? Das passiert, wenn Aliens auf die Erde kommen, Leute. Die Menschen machen alle möglichen Experimente mit denen. Nee, jetzt mal ehrlich. Wenn ich ein Alien wäre, würde ich wirklich nicht auf die Erde kommen wollen. Das war kein Witz, Leute. Ich würde schön zu Hause bleiben. Okay, die Teile werden auch raus. Nee, werden die gar... Oh, doch, die kommen tatsächlich raus. Diese Maschine muss so viel Gewicht haben. Oh, hallo, Freund. Ich meine, der Typ... Ja, ich glaube, der will sowieso nicht leben, Leute. Also machen wir es ganz langsam und schmerzhaft natürlich. Okay, ich meine, die sind alle so niedlich. Ich will die gar nicht töten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wieso er das tut. Tja, was soll ich dazu sagen, Leute? Dazu gibt es nichts zu sagen, außer, dass es irgendwie ziemlich unterhaltsam war. Jetzt kennt ihr meinen geheimen Fetisch, Leute. Jetzt wisst ihr, was ich stehe. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kostet das und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye!